das Öl zu wechseln, musst du einen Ölfilter, einen Vorreiniger, wird vor dem Ölwechsel eingesetzt und einen Ölkanister besorgen. Die empfohlenen Teile und Produkte findest du in der Videobeschreibung sowie unter dem Link, um Infos über die Ölsorte und die benötigte Menge zu erhalten. Schalte die Zündung deines Autos aus, zieh die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Wir empfehlen dir, dem Altöl in deinem Motor vor dem Ölwechsel einen Vorreiniger hinzuzufügen. So machst du deinen Motor frei und beseitigst hartnäckige Rückstände, senkst deinen Öl- und Kraftstoffverbrauch und reduzierst die im Rahmen einer technischen Überprüfung gemessenen Schadstoffemissionen. Lass dein Fahrzeug vor Gebrauch 5 Minuten lang laufen, damit das Öl leicht warm wird. Füge dann das Produkt hinzu und lass den Motor 10 bis 15 Minuten lang langsam drehen. Sobald das Produkt zugegeben wurde, darfst du dein Auto nicht mehr fahren. Achte darauf, dass du das Öl sofort danach wechselst. Für den Ölwechsel in deinem Auto musst du den vorderen Teil des Autos anheben, damit du an die Ölablassschraube herankommst. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stell ihn auf 2 Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial "Deinen Wagen sicher anheben" anzuschauen. Du kannst nun die Ölablassschraube sehen. Lockere die Ölablassschraube zuerst mit einem Steckschlüssel und einem 21 mm Einsatz und schraube sie dann von Hand ab. Sei darauf vorbereitet und stell einen Ölauffangbehälter darunter. Du kannst ihn auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video "Stell deinen Auffangbehälter selbst her" an. Vorsicht bei den letzten Drehungen der Schraube, das Öl kann plötzlich herausspritzen. Lass das Öl während ungefähr 10 Minuten herausfließen. Ersetze den Dichtring für die Ölablassschraube durch einen neuen und schraube dann die Ölablassmutter wieder an. Zuerst von Hand und schließlich mit einem Schlüssel, aber ohne es zu übertreiben. Beim Ölwechsel musst du auch den Ölfilter wechseln. Stell den Auffangbehälter darunter, damit das Öl aus dem Filter nicht verloren geht. Um auf den Ölfilter zugreifen zu können, musst du den Lufteinlasskanal abtrennen und ihn dann zur Seite geben. Nimm dir einen Steckschlüssel, eine lange Verlängerung und einen 27 mm Einsatz. Löse den Flansch vom Ölfilter, indem du ihn im Gegenuhrzeigersinn drehst, bis dies leicht geht. Schraub ihn schließlich von Hand ab. Entferne den Filter. Dreh den Filter nach oben, sobald du ihn herausgenommen hast, damit das Öl nicht ausläuft. Reinige den Filterflansch mit einem Bremsreiniger und Haushaltspapier. Nimm dir den neuen Filter zur Hand . Nimm dir dann einen eher schmalen Flachschraubenzieher, um die O-Ring-Dichtung unten am Flansch zu entfernen. Ersetze die Dichtung durch die, die in der neuen Filterpackung mit dabei ist, und öle ihre Oberfläche gut ein.
Dank der formschlüssigen Verbindungen kannst du den neuen Filter richtig einsetzen, sodass der Ölfluss optimal ist. Öle sie ein. Achtung, es ist sehr wichtig, den Filter richtig zu positionieren. Schraub den Filter wieder von Hand an, bis du den Kontakt spürst. Nimm dir zum Anziehen deinen Steckschlüssel, eine Verlängerung und einen 27 mm Einsatz zur Hand. Bring den Lufteinlasskanal wieder an. Und klemm das Kabel wieder an. Nun musst du wieder Öl in den Motor füllen. Dieser Schritt muss sorgfältig und präzise ausgeführt werden. Stell dein Auto zunächst wieder auf den Boden, denn der Ölstand muss am flach stehenden Auto geprüft werden. Fülle in einem ersten Schritt 90% der angeratenen Menge ein, denn so hast du noch genügend Spielraum, um den Ölstand anzupassen. In der Videobeschreibung findest du genaue Angaben zu den Ölmengen, die du je nach Auto für den Motor benötigst. Schließ den Ölfüllverschluss, starte den Motor und lass ihn 30 Sekunden lang laufen. So wird sich der Ölfilter füllen. Zieh den Ölmessstab heraus und wisch ihn ab. Steck ihn wieder in die Öffnung, zieh ihn erneut heraus und überprüfe den Ölstand. Der ideale Ölstand liegt nahe beim Maximum, aber pass auf, dass es niemals überschritten wird. Pass den Ölstand je nach Anzeige auf dem Ölmessstab an, bis der ideale Ölstand erreicht ist. Und fertig!